Ein lauter Knall im April 2014, damit beginnt im Hafenviertel von Rio de Janeiro eine komplette Runderneuerung mit vielen architektonischen Visionen. Revitalisierung eines alten Stadtteils nennt das die Stadtregierung. Sozialer Wohnungsbau der besonderen Art in Chile. Weniger als 10.000 Dollar pro Neubau. Architekt Alejandro Aravena realisiert gute halbe Häuser, die der Besitzer je nach finanziellen Möglichkeiten weiter ausbauen kann. Öffentlicher Nahverkehr im Schwebezustand. Seitdem diese Gondeln das bolivianische La Paz und El Alto verbinden, kann man das übliche Verkehrschaos hier regelrecht überfliegen und erlebt auf dem Hochplateau eine neue Andenarchitektur. Schrill und poppig, Paläste von Freddy Mamani. Bunt, eindrucksvoll, eine Besucherattraktion. Das hier ist die größte Outdoor-Malerei der Welt im Neugestalten. Porto Maravilla in Rio de Janeiro. Ein faszinierendes Highlight in einem Stadtviertel, das radikal rund erneuert wurde. Eine Station auf unserer Rundreise durch Südamerika, bei denen wir Ihnen drei Beispiele architektonischer und städtebaulicher Besonderheiten zeigen wollen. In Chile, Bolivien und hier in Brasilien. Es hat sich viel verändert im Hafenviertel. Während Olympia ist Porto Maravilla die große Touristenattraktion geworden, obwohl es doch so viel Kritik gab. Warum nur so ein Umbau angesichts leerer Kassen, Wirtschafts- und Politikkrise im Land und all den Korruptionsgeschichten? Jetzt, viele Monate später, ist das Hafenviertel aber der neue Anziehungspunkt in Rio für Cariocas, die Einwohner Rios und Besucher. Es hat sich gelohnt, schwärmt Alberto, der leidenschaftlich diese neue Stadtplanung vorangetrieben hat. Das hier ist die neue Location in Rio mit vielen kulturellen Angeboten, die zeigen, dass sich die Stadt auch mal positiv verändern kann. Früher war das ein heruntergekommener Ort. Es war gefährlich. So gefährlich, dass sich selbst manche Banditen nicht hergetraut haben. Und jetzt ist der Ort hip. So sah es hier früher aus. Eine hässliche Stadtautobahn auf Stelzen, darunter verfallene Gebäude. Eine Gegend wenig einladend und berüchtigt wegen der vielen Überfälle. Dann wurde gesprengt und aufgeräumt und Visionen realisiert. Derselbe Ort heute, Rios größte Flaniermeile. Eine neue Straßenbahn führt hier durch. Die Autos wurden verbannt. Im Hafenviertel ist eine neue Ära eingeläutet worden, trotz vieler Widerstände. Alberto erzählt, dass nicht nur wegen der wirtschaftlichen Schieflage in Brasilien dieses Projekt immer wieder auf der Kippe stand. Wir mussten viel kämpfen, weil sich niemand vorstellen konnte, wie es hier aussehen würde nach dem Abbruch der Autobahn. Es gab sogar eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 70% der Bevölkerung das Projekt nicht wollen. Würden wir heute eine Umfrage starten, würden 90% sagen, dieses Vorhaben war richtig. Es war echt schwer und es hat viel Überzeugung und Vorbereitung gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Mehr als 2 Jahre lang dröhnen die Presslufthämmer. 2 Jahre Dauerbaustellen. Die Verwandlung muss nun im Eiltempo bis zum Beginn der Olympischen Spiele im August 2016 klappen. Die Hafengegend soll zum Prachtviertel saniert werden, nach dem Vorbild von Barcelona und London. Das Resultat kann sich sehen lassen. Milliarden wurden investiert, ein über 5 Millionen Quadratmeter großes Areal komplett saniert. Mit vielen Museen, neuen bunten Fassaden. Der WLT
der modernen Straßenbahn, die das Hafenviertel mit dem Zentrum verbindet. Auch mit dem neuen Aquarium, dem größten in Südamerika. Wir haben eine riesige Fußgängerzone gewonnen, die 3,5 Kilometer lang ist, auf der man die kulturellen Attraktionen erreichen kann. 27 Kultureinrichtungen, das Museum der Künste, das Zukunftsmuseum, das Aquarium und vieles mehr. Das hat die Atmosphäre dieser Region komplett verändert. In der Olympischen Zeit im August 2016 ist das neue Areal die Partymeile schlechthin in Rio. Die Stadtverwaltung ist ziemlich happy, dass es so gut geklappt hat mit dem weltweit größten urbanen Entwicklungsprojekt, wie es aus dem Rathaus heißt. Und auch jetzt im normalen Alltag bewährt sich das neue Viertel. Heute haben wir hier immer belebte Plätze mit Besuchern, Studenten, Schülern. Alberto kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Das Konzept ist aufgegangen, das Leben ist an diesen Ort zurückgekehrt. Das spektakulärste Gebäude ist das Zukunftsmuseum. Futuristisches Design, wie ein Wesen aus einem Science-Fiction liegt es da und zieht die Menschen an. Trotz langer Warteschlangen am Eingang, worüber sich Luis vom Museum freut. Hier können Besucher verschiedene Szenarien der Erde in der Zukunft erfahren, damit man eine Vorstellung bekommt, welche Folgen entstehen können, wenn heute bestimmte Aktionen ergriffen werden. Maßnahmen der Gegenwart hinterlassen Effekte in der Zukunft. 5 Jahre Bauzeit, 55 Millionen Dollar Kosten. Besucher können hier mit Hilfe von Installation und moderner Technik viel über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfahren. Interaktive Panels geben Auskunft darüber, wie Entscheidungen der Menschen heute die Zukunft auf unserem Planeten beeinflussen können. Die Gesamtkonzeption des Museums und seiner Exponate basiert auf der Annahme, dass es in den nächsten 5 Dekaden mehr technische und wissenschaftliche Veränderungen geben wird als in den vergangenen 10.000 Jahren. Und bei allem steht der Mensch im Mittelpunkt. Hier sind viele Aspekte der Kulturform der Menschheit zu sehen, um zu verstehen, was Menschheit bedeutet. Zum Beispiel, dass alle Menschen nur eines gemeinsam haben, nämlich, dass alle verschieden sind. Das Museum ist ein Erfolg, das Interesse der Besucher aus aller Welt groß an den Szenarien von morgen. Es ist wirklich toll. Mir gefällt am besten die Interaktivität, mit der man hier die Erde erforschen kann. Echt cool. Jetzt haben wir diese Attraktion, hier ist alles besser geworden. Früher wäre ich nie in diese Gegend gekommen. Allein dieser spektakuläre Bau, der aus der Hand des spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava stammt, lockt die Menschen. Aber auch die Perspektiven drumherum sind ein neuer Magnet. Es kann natürlich sein, dass man manches aus dem Museum schon kennt, aber diese Aussichten gibt's nur hier. Kinder und Jugendliche aus der nächsten Favela. Auch sie haben mit dem restaurierten Hafenviertel einen neuen Lieblingsplatz bekommen. Ich
Wir sind alle Teenager und jetzt haben wir endlich einen Ort, wo wir Spaß haben können. Das ist super. In unserer Favela gibt es nichts, jetzt haben wir einen Platz. Ein paar hundert Meter weiter auf der Flaniermeile gibt es Kulturerlebnisse ganz ohne Eintrittskosten. Graffiti von verschiedenen Künstlern auf den Fassaden der alten Lagerhallen am Hafen. Straßenkunst vom Feinsten. Marcos Rodrigo, den alle in der Szene nur als Waki kennen, ist einer der bedeutendsten Graffiti-Künstler aus Rio. Er hat Maß genommen, als es losging mit der Renovierung des Hafenviertels. Da war für ihn auch klar, dass er sich hier verewigen muss. Mit seiner Kunst, seinem Markenzeichen, seinen Engelfiguren. Engel bringen Licht ins Dunkel. Licht ist Leben und Hoffnung. Dafür stehen sie, dafür bringe ich sie auf die Wände. Überall in Rio trifft man auf die Engel von Waki, der aber betont, dass seine Engel keine religiösen Figuren sind. Mit Leidenschaft verteilt er die Figuren mit den großen Köpfen, dem Heiligenschein und den Flügelchen schon seit Jahren in der Millionenmetropole. In seinem Atelier in der Favela Rosinha stellt er seine Engel auch aus und verkauft sie. Ausstellung anderswo macht er nicht. Für ihn ist seine Graffiti-Kunst etwas Lokales, das an seinem Ursprungsort für Veränderungen steht und deshalb auch nichts auf der internationalen Bühne zu suchen hat. Das Hafenviertel, das sich nun neu definiert, ist für seine Philosophie genau der richtige Ort. Deswegen müssen seine Engel mit dabei sein. In unserem Land gibt es viel Kunst und Kultur, trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir hier in Brasilien zu tun haben. Wir haben große Künstler. Es gibt sie noch, die alten Häuser rund um das modernisierte Hafenviertel. Ana Moura wollte immer nah an dem Ort sein, der für Brasiliens Geschichte so immens wichtig ist. Bis heute besteht die Bevölkerung von Rios Hafenregion vor allem aus Nachfahren von Sklaven. Der Cais do Valongo, die Überreste des Hafenkais, an dem Millionen verschleppter Menschen aus Afrika an Land gebracht wurden. Im Zuge der Hafensanierung kam das verschüttete, düstere Kapitel der Sklaverei wieder ans Tageslicht. Das ist ein trauriger Teil unserer Geschichte, den Brasilien lange Zeit versucht hat zu verstecken. An diesem Ort spürt man die Kraft unserer Vorfahren und diese Energie wollte ich nutzen für meine Arbeit. Ein paar Ecken weiter hat Anna ihr Atelier. Auch sie ist Künstlerin, hat lange Zeit aber als Tänzerin gearbeitet. Nun bringt sie die Bewegung, die sie in ihren Tänzen erlebt hat, in ihrer Malerei auf die Leinwand und schafft so ganz besondere Werke. Bewegung ist, was zählt, sagt sie, und das gilt besonders für ihre Kunst. Kein Pinsel, ihr Körper ist das Arbeitswerkzeug. Der Schwung und ihre Vorstellungskraft schaffen die Werke, die abstrakt sind. Und die Verbindung zwischen Bewegung und Linien, Farben und den Elementen zeigen sollen. Gefühle bewegen, sagt sie, ihre Bilder erzeugen einen Dialog. Als ich als Tänzerin gearbeitet habe, war ich immer überzeugt, dass alle Menschen tanzen sollten. Jeder sollte sich dafür interessieren können. Das gilt nun auch für die Kunst.
Manchmal kommen ganz einfache Arbeiter am Atelier vorbei und schauen rein. Ich bin mir sicher, die Eindrücke, die sie hier nun aufsaugen, verändern sie. Das haben diese Leute bislang nicht erlebt. So bekommt man Kontakt zu einer anderen Welt. Kontakt halten, offen sein, im Gespräch bleiben. Ein Miteinander, das ist wichtig für Anna. Und diese Atmosphäre hat sich hier im neuen Porto Maravilla deutlich verbessert, sagt sie. Ich sehe diesen Ort als ein öffentliches Viertel, das nun den Leuten gehört. Es war eine Region, die völlig kaputt war. Auch wenn die Olympischen Spiele vorbei sind und nun keine Mega-Veranstaltungen mehr anstehen, jetzt kommen viele Leute, um diese Ecke zu entdecken. Porto Maravilla, das sanierte Hafenviertel, hat sich zu einem weiteren, hippen Wahrzeichen von Rio de Janeiro entwickelt. Dieser Ort bringt neue Möglichkeiten bei Arbeit und Freizeit. Ein riesiges Viertel, das nichts kostet und für jeden gut ist. Trotz vieler Bedenken und oftmals heftiger Kritik an der Neugestaltung, es hat sich offenbar gelohnt, klar, dass Alberto stolz ist. Ja, kann man sagen. Bin stolz, dass ich daran teilhaben durfte und nun dieses Ergebnis sehen kann, dass die Leute es genießen. Es macht Spaß, die Menschen mit ihren positiven Eindrücken zu beobachten. Und es ist toll, so begeisterte Reaktionen zu bekommen. Rio ist um eine Attraktion reicher. Und die hat sich die Stadt am Zuckerhut auch wirklich verdient. Nachtleben im Hafenviertel gibt es natürlich auch. Am eindrucksvollsten ist die Fete am Pedra do Sal. Hier erklingt der Rhythmus, der zu Brasilien gehört. Samba ist Lebensfreude, ein Ventil für die Alltagsprobleme. Die Wurzeln gehen auf die afrikanischen Sklaven zurück. Es geht um Widerstand, Rettung unserer Seele und einfach darum, dass die besondere Musik zu erhalten ist. Sie ist die älteste und bedeutendste brasilianische Musik. Jeder kann dabei sein und den Ton mit angeben. Dies ist der Ort, der die Kultur der Schwarzen in Rio wohl am besten repräsentiert. Hier am Pedra do Sal, am Salzstein, wurde einst das Salz gelagert, das im Hafen ankam. Aber an diesem Ort wurden auch Sklaven aus Afrika verkauft. Hier steckt Geschichte dahinter. Der Samba ist wichtig für die schwarze Kultur von Rio und Brasilien. Ich lebe den Samba seit Kindheitstagen. Ich folge, höre und fühle diesen Spirit. Ich bin in Rio gerade erst angekommen und habe noch nicht von vielen Erlebnissen zu berichten, aber das hier ist fantastisch. Wir haben hier einen super Guide, der führt uns zu den besten Plätzen, die einfach nicht jeder Tourist kennt. Und dann hat es das Feeling natürlich noch viel, viel stärker, als wie wenn man jetzt alleine rumgeht. Pedra do Sal gab es auch schon vor der Renovierung des Hafenviertels. Jetzt aber ist es viel leichter herzukommen und zu genießen. Samba, Tanz, Ausgelassenheit, ein Lebensgefühl in Rio. Für viele Menschen in Chile bedeutet Lebensgefühl aber etwas ganz anderes, nämlich ein eigenes Zuhause zu haben. Dieser Aufgabe hat sich Architekt Alejandro Aravena gewidmet. Er konstruiert vor allem Sozialwohnungen, kostengünstig, aber hochwertig. Auch in Regionen, die immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Diego Rojas führt mich in die Straße, in der er mit seiner Familie bis 2010 gewohnt hat. Hier liegen noch die Überreste eines Nachbarhauses.
Das haben damals das Erdbeben und der anschließende Tsunami daraus gemacht, sagt er. Den Moment wird er nie vergessen. Niemand war darauf vorbereitet. Alle schliefen. Plötzlich fing alles an zu wackeln, 3, 4, 5 Minuten lang. Man spürte die Panik, die aufkam, und trotzdem versuchte man, ruhig zu bleiben. 27. Februar 2010, morgens gegen 3:30, 8,8 auf der Richterskala. Erst zerstörte das Erdbeben Teile der südchilenischen Stadt Constitución, dann folgte ein Tsunami. Über 500 Menschen starben, Tausende wurden obdachlos. Constitución heute, die Stadt hat zur Normalität zurückgefunden, aber viel hat sich verändert. Die Erinnerungen kann man nicht einfach abschütteln, aber mit dem Risiko anders umgehen, das geht schon. Die Stadt wurde neu aufgebaut, ein Regierungsprogramm, Wohnhäuser für die, die alles verloren haben. Villa Verde heißt die neue Siedlung, in der auch Diego mit seiner Frau ein neues Zuhause gefunden hat und nicht nur eine Notlösung. Denn so gut haben sie zuvor noch nie gewohnt. Mein ganzes Leben zuvor musste ich immer Miete zahlen für Zimmer, Apartment, dann das zerstörte Haus. Und jetzt sind wir plötzlich Eigentümer. Uns wurde dieses Haus gegeben. Ich bin dafür ewig dankbar. Jawohl, sagt seine Frau, das ist ein wunderbares Geschenk. Villa Verde, sozialer Wohnungsbau der besonderen Art. Hunderte Häuser, genauer gesagt halbe Häuser, die der Architekt dahingestellt hat. In kürzester Zeit sollte ein Masterplan für den Wiederaufbau entwickelt werden. Günstiger Wohnraum für weniger als 10.000 Dollar Kosten pro Neubau. Der Ansatz des Architekten mit dem sozialen Gewissen, es werden nur halbe Häuser vorgefertigt, gute halbe Häuser, die dann der Besitzer je nach finanziellen Möglichkeiten weiter ausbauen kann. Das hat Alejandro Aravena schon in vielen Regionen Chiles gemacht. Hier zum Beispiel sieht man die ursprüngliche Einheit, die später in alle Richtungen gewachsen ist. Denn nachdem die Bewohner ihre Arbeit nicht verloren hatten, konnten sie genug ansparen, um ihre Wohnung in Mittelklasse-Standard auszubauen. Mittelklasse-Standard in Chile bedeutet, so erklärt der Visionär, dass so eine Familie im Durchschnitt in einer 80 Quadratmeter Wohnung lebt. Aber die Sozialprogramme können im besten Fall höchstens eine 40 Quadratmeter Wohnung finanzieren. Natürlich, so sagt Aravena, könne man sich darüber beklagen, dass es nicht zu mehr reicht, aber so seien halt die Vorgaben und daraus müsse man eben das Beste machen. Deshalb, so die Idee Aravenas, mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten ein halbes, solides Haus bauen. In dem wird dann die entsprechende Familie erst einmal vernünftig untergebracht. Und später, wenn mal mehr Geld da sein sollte, kann sie es erweitern und nach persönlichen Ansprüchen gestalten. Wir bauen nicht nur ein halbes Haus, wir stellen ein gutes halbes Haus hin, mit dem Potenzial, es in den Mittelklasse-Standard auszubauen. Das geht dank des Designs und nicht trotz des Designs. Probleme lösen, mutig sein. Der 49-Jährige widmet seine Architektur dem Gemeinwohl. Hoch über den Dächern der Hauptstadt Santiagos hat er das Denken über den sozialen Wohnungsbau revolutioniert. Aravena will keine seelenlosen Bauten hinstellen, die die Armut eher einbetonieren, als sie zu bekämpfen. Seine Devise: Architektur muss in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Manche, die jetzt hier wohnen, lebten davor in armen Vierteln, oft ziemlich heruntergekommen.
Jetzt haben diese Menschen völlig neue Perspektiven und ein nie gekanntes Selbstwertgefühl. Ein anständiges Haus zum Wohnen und manch einer integriert gleich noch ein Geschäft. So hat es auch Zoraida Molina gemacht. Ihr Laden und ihr Zuhause an einem Ort und in bester Qualität, damit ist sie mehr als zufrieden. Der Architekt ist ein Genie. Wenn man das Haus von außen betrachtet, wirkt es erst einmal sehr klein. Aber tatsächlich ist es innen unglaublich groß und vor allem solide. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein eigenes Bad. Es ist wunderschön und es sieht alles sehr viel besser aus als die normalen Sozialbauten. Mit dem Einzug in dieses Haus hat für Zoraida und ihre Familie ein neues, besseres Leben begonnen, sagt sie. Gerne führt sie uns durch ihre Wohnräume auf den 3 Etagen. Sie ist sehr stolz. Alejandro Aravenas Arbeit und Ideen bietet weniger Privilegierten neue Chancen. So begründete auch die Jury des renommierten Pritzker-Preises, sozusagen dem Oscar für Architekten, warum der Chilene diese Auszeichnung im April 2016 erhielt. Aravenas Devise: Architektur ist in der Lage, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das treibt ihn. Und das versucht er, mit seinen Mitarbeitern umzusetzen. Die ästhetische Kapazität, der Charakter, die Ausstrahlung des Gebäudes müssen am Ende dazu beitragen, dass sich die Leute darin wohlfühlen können. Das ist mit der Ästhetik verbunden, denn sie ist der Klebstoff, der all diese Elemente zusammenhält. Wir wägen ab, wie wir beim sozialen Wohnungsbau und öffentlichen Projekten mit geringsten Mitteln das meiste rausholen können, was sehr viel Disziplin benötigt und viel Erfindungsreichtum. Um etwas zu erreichen, muss man kreativ sein. Kreativ ist Aravena. Er konstruiert auch andere Projekte. Spektakulär, einzigartig. Wie die siamesischen Türme der Fakultäten für Medizin und Architektur in Santiago. Energieeffizient gebaut. Und andere Projekte für das Gemeinwohl, wie besonders angelegte Spielplätze. 88 Projekte in 37 Ländern hat er umgesetzt. Es ist nicht so, dass unsere Arbeit hier leicht zu machen ist. Bei jedem einzelnen Projekt riskieren wir alles, was wir haben. Das ist vor allem unsere Reputation, unser professionelles Image. Aber wir sind bereit, das zu riskieren, weil diese Projekte eine Herausforderung sind. Wir müssen mit geringsten Mitteln das Maximale erreichen. Da sind die Möglichkeiten eines Misserfolgs sehr hoch. Aber es sind eben Projekte, von denen wir sagen, ja, sie machen Sinn. Sie bringen Menschen ein nie gekanntes Selbstwertgefühl. In Constitución präsentiert mir Diegos Frau Rosa stolz, was sie aus ihrem halben Haus gemacht haben. Die andere Hälfte haben sie selbst ausgebaut, erklärt sie. Ein Schlafzimmer, ein Bad und die Aussicht dorthin, wo sie früher lebten, 150 Meter vom Ufer entfernt. Da, wo vor 6 Jahren ihr Haus einstürzte und die Wellen des Tsunamis alles überfluteten. Auch dieses Problem hat Aravena im Blick, will den Ort vor solchen Naturgewalten schützen. Am Ufer vor der Stadt lässt er seine Visionen umsetzen, Wasserauffangbecken, die die Wellen eines möglichen Tsunamis entschärfen sollen.
Später sollen hier zusätzlich Wälder angepflanzt werden, erklärt der Architekt. Als Widerstand für mögliche Tsunamiwellen, um ihnen die Energie zu nehmen. Instead of resisting the energy of the waves, could dissipate question. Es geht dabei um vier Dimensionen, die man in Betracht ziehen muss, nicht nur eine. Es geht um Wellen der Tsunamis, Überflutung, Platz für die Menschen und den Zugang zum Fluss. Eine riesige Baustelle am Ufer von Constitución, Maßnahmen, um Naturgewalten bändigen zu können, ohne dass dabei die natürlichen Gegebenheiten der Region zu sehr verschandelt werden. Bei geografischen Bedrohungen, bei Problemen durch die Natur, findet man auch in der Natur eine Lösung. Es ist mehr als nur eine Philosophie. Umweltschutz und soziales Engagement, das sind die Pfeiler der Architektur von Alejandro Aravena. Hier in dieser von Naturgewalten gefährdeten Region leben die Menschen nun mit einem sehr viel besseren Gefühl als früher. Von der Brandung des Meeres hoch in die Anden, da ist unsere nächste Station bei den bolivianischen Zwillingsstädten La Paz und El Alto. Auch da gibt es bemerkenswerte architektonische Veränderungen, bunte mit traditionellem Hintergrund und verkehrsstrategische. Da, wo Menschen einfach zum Höhenflug ansetzen können. Bitte einzutreten in ein völlig neues Lebensgefühl in La Paz. Dem Himmel waren die Menschen hier schon immer ganz nah. Aber seit hier auf rund 4000 Meter Höhe österreichische Seilbahntechnik das 400 Meter tiefer gelegene La Paz mit El Alto auf der Hochebene verbindet, ist das noch viel wörtlicher zu nehmen. Und man überfliegt das normale Verkehrschaos. Sonja kommt aus einem Randbezirk von El Alto. Das Arbeiterviertel gilt als arm, die Wohlhabenden leben in La Paz. Dort arbeitet Sonja, so wie viele aus El Alto. Seit es den Teleférico, die Seilbahn, gibt, ist das Pendeln fast schon ein Vergnügen. Pro Fahrt spart Sonja jetzt weit über eine Stunde. Kein Stress, kein Lärm, mehr Sicherheit. Ich wollte den Teleférico eigentlich nie benutzen. Ich hatte Angst abzustürzen. Aber vor einiger Zeit musste ich wegen eines Notfalls schnell nach Hause. Es hat super funktioniert. Seitdem fahre ich immer mit der Seilbahn. Hier unten arbeitet Sonja als Hausmädchen. Die Lebensqualität in der Andenstadt, sagt sie, sei, seitdem es das neue Verkehrsmittel gibt, deutlich angestiegen. Die Zwillingsstädte rücken näher zusammen, auch die Menschen, egal aus welcher Schicht sie kommen. Drei Linien gibt es bislang, eine hält fast direkt am größten Shoppingcenter von La Paz. Da, wo bis vor einem Jahr fast nie jemand aus El Alto vorbeikam, das ist nun ganz anders. Viele Leute aus El Alto verbringen einen ganzen Tag hier. Sie kommen gegen 10 Uhr am Vormittag, gehen hier ins Kino, essen anschließend zum Mittag, gehen shoppen und bowlen und in der Nacht nehmen sie wieder die Seilbahn und fahren zurück nach Hause, nach El Alto. Die Umsätze hier sind rasant angestiegen. Aber das neue Verkehrssystem ist keine Einbahnstraße. Sergio hat in La Paz eine gut gehende Autowerkstatt und auch wenn die im reicheren Stadtteil liegt, wollen seine Kunden niedrige Preise. Deswegen fahren wir auf den Markt nach El Alto. Ihr werdet sehen, was man dort an Geld sparen kann. Dieser Kleinbus ist ein Arbeitsfahrzeug. Dem Besitzer ist es egal, ob da Originalteile oder was anderes eingebaut werden.
mit einem Kollegen unterwegs zur nächsten Seilbahnstation. Wegen eines Ersatzteils nach El Alto, früher ein riesiger zeitlicher Aufwand, jetzt kein Problem. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten und kostet weniger als einen halben Euro. Mehr noch als der spektakuläre Blick zählt einfach, wie simpel es geworden ist. Es ist unglaublich. Früher mit dem Auto dauerte die Reise Stunden. Und am riesigen Markt des 16. Juli gibt es nie Parkplätze. Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas, aber die Wirtschaft wächst mit am schnellsten. Zu spüren ist das auch in El Alto. Die bessere Anbindung an La Paz hat das Wirtschaftsleben angekurbelt, nicht nur auf dem größten Markt Lateinamerikas, wie sie hier sagen. Hier gibt es alles, nicht nur für Autofreaks. Sergio findet schnell das gesuchte Ersatzteil, eine Kopie zum halben Preis des Originals. Schnell wieder zum Teleferico, die Arbeit wartet. Gracias, ciao, ciao. Es geht wieder talwärts. Der Auftrag soll heute noch erledigt werden. Dank der Seilbahn klappt das auch. Also eins muss man schon sagen, die Reise hier im Teleferico ist spektakulär. Sie ist schnell, sie ist leise, sie ist billig und kein Vergleich zu dem, was man da unten erlebt mit den vielen Staus in den Mikrobussen. Und der Blick hier raus ist einfach spektakulär. Es ist schön, weil das nun eine Fahrt ist, die man genießen kann. Es ist ziemlich gut, nur noch 5 Minuten unterwegs zu sein, was früher viel länger dauerte. Wege aus dem bisherigen Verkehrschaos. Durch die Seilbahn verwandelt sich hier einiges. El Alto, die Stadt der Armen, ist nun stärker mit La Paz verbunden. Das Bild ändert sich und er sorgt mit dafür. Freddy Mamani ist der Star-Architekt in El Alto. Überall in der 1-Millionen-Stadt baut er neue Gebäude. Er nennt es die neue Andenarchitektur. Am liebsten konstruiert er Häuser mit Ballsälen und Veranstaltungsräumen, Statussymbole für das neue Selbstbewusstsein in El Alto. Das ist mein Leben. Es ist meine Leidenschaft, so etwas zu konstruieren und mit Materialien und der Umgebung herum zu experimentieren. Für mich ist das eine eigene Welt, in der ich versuche, eine Stadt zu verändern. Dazu muss man wissen, wie man mit Materialien umgeht. Es geht nicht nur um Theorie, es geht um Realisierung von Ideen. Dabei spielen Fragen nach Zeit und Alter keine Rolle. Man muss sich seine Vision, sein Leben dafür einbringen. Das bedeutet mir alles. Es sind wundersame Paläste, die da entstehen mit Marmor und Keramik. Häuser für die Neureichen oder anmietbar für Feiern jeder Art. Ein Hauch Las Vegas, der hier in der Stadt auf 4000 Meter Höhe offenbar gefällt. Mehr als 60 solcher Gebäude gibt es schon und es soll noch mehr werden. Wir verändern El Alto und bringen der Stadt Farbe. Bisher war hier alles nur in den Farbtönen von Sand und Staub geprägt. Höchstens gab es mal Rottöne durch Ziegelsteine. Wir aber kolorieren nun El Alto und bringen damit auch das Erbe unserer Vorfahren zurück. All die originalen Elemente unserer Kultur. Bunt und schrill muss es sein mit geometrischen Formen, die an die Mythen der Aymara-Indianer erinnern. Besinnung auf die indianische Herkunft. Manche sagen, Freddy Mamani ist der Michelangelo der Aymara-Indios. Ich möchte einfach aus El Alto etwas Schönes machen. Ich wünsche mir, dass El Alto eines Tages die Bedeutung bekommt,
wie die frühere Indio-Stadt Tiwanaku. Der Architekt hat sich und El Alto jetzt schon Denkmäler gesetzt. Und er ist sich sicher, dass diese Stadt gerade erst zum Höhenflug angesetzt hat. Auch dank der Seilbahn. Der Teleférico, dieses einzigartige Werk, ist nicht nur ein Aushängeschild für ganz Lateinamerika, nicht nur für Bolivien. Es ist eines der wertvollsten Geschenke, die uns Präsident Morales gemacht hat. Eine neue Mobilität ist hier entstanden. Drei Streckennetze gibt es bereits zwischen La Paz und El Alto. 8 neue Linien sind geplant, so die Betreibergesellschaft. Nach deren Fertigstellung wird es das größte urbane Seilbahnnetz der Welt sein. Dieses Verkehrsprojekt hat uns über die Grenzen hinweg Beachtung gebracht. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil es die beiden Städte näher zusammengerückt hat. Dann ist die Seilbahn sehr schnell inmitten der hochbesiedelten Region gebaut worden. Und in kürzester Zeit haben wir eines der längsten Seilbahnnetze verwirklicht, das weltweit das höchste Passagieraufkommen hat. Für uns ist das sensationell. Bolivien feiert den ersten Jahrestag der Inbetriebnahme seiner Seilbahn und die großen Veränderungen. Präsident Morales hat lange dafür kämpfen müssen, gegen Busbetreiber und Gewerkschaften, die um Arbeitsplätze fürchten. Manchmal ist es schwer, die Mentalitäten und das Bewusstsein einiger unserer bolivianischen Brüder zu verändern. Aber das ist wichtig, das muss akzeptiert werden. Es ist wichtig, nicht nur auf seinem Standpunkt zu beharren, man muss manchmal den Egoismus fallen lassen, damit wir Bolivien verändern können. Die Seilbahn, ein Staatsereignis. Fast 235 Millionen US-Dollar hat die erste Ausbaustufe gekostet. Gut investiertes Geld finden die meisten. Sonja auf dem Nachhauseweg. Hat sich dein Leben verändert? Ja, alles geht schneller. Ich komme früher heim. Der Teleférico begeistert. Immer mehr Städte in Südamerika wollen jetzt auch das schwebende Verkehrsmittel. Drei Länder, drei unterschiedliche Interpretationen von Architekturentwicklung, drei ziemlich interessante Visionen, wie ich finde. Ich hoffe, Ihnen hat die Reise gefallen und vielleicht auch die ein oder andere Anregung gegeben. Danke, dass Sie dabei waren. Bis bald mal wieder irgendwo hier in Südamerika. Ciao. Essa reação delas de dizer, olha que bacana, que lindo que foi isso. Rio ist eine Attraktion reicher. Und die hat sich die Stadt am Zuckerhut auch wirklich verdient. Nachtleben im Hafenviertel gibt es natürlich auch. Am eindrucksvollsten ist die Fete am Pedra do Sal. Hier erklingt der Rhythmus, der zu Brasilien gehört. Samba ist Lebensfreude, ein Ventil für die Alltagsprobleme. Die Wurzeln gehen auf die afrikanischen Sklaven zurück.
Es geht um Widerstand, Rettung unserer Seele und einfach darum, dass die besondere Musik zu erhalten ist. Sie ist die älteste und bedeutendste brasilianische Musik. Jeder kann dabei sein und den Ton mit angeben. Dies ist der Ort, der die Kultur der Schwarzen in Rio wohl am besten repräsentiert. Hier am Pedra do Sal, am Salzstein, wurde einst das Salz gelagert, das im Hafen ankam. Aber an diesem Ort wurden auch Sklaven aus Afrika verkauft. Hier steckt Geschichte dahinter. Der Samba ist wichtig für die schwarze Kultur von Rio und Brasilien. Ich lebe den Samba seit Kindheitstagen. Ich folge, höre und fühle diesen Spirit. Ich bin in Rio gerade erst angekommen und habe noch nicht von vielen Erlebnissen zu berichten, aber das hier ist fantastisch. Wir haben hier einen super Guide, der führt uns zu den besten Plätzen, die einfach nicht jeder Tourist kennt. Und dann hat es das Feeling natürlich noch viel, viel stärker, als wie wenn man jetzt alleine rumgeht. Pedra do Sal gab es auch schon vor der Renovierung des Hafenviertels. Jetzt aber ist es viel leichter herzukommen und zu genießen. Samba, Tanz, Ausgelassenheit, ein Lebensgefühl in Rio. Für viele Menschen in Chile bedeutet Lebensgefühl aber etwas ganz anderes, nämlich ein eigenes Zuhause zu haben. Dieser Aufgabe hat sich Architekt Alejandro Aravena gewidmet. Er konstruiert vor allem Sozialwohnungen, kostengünstig, aber hochwertig. Auch in Regionen, die immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Diego Rojas führt mich in die Straße, folgt das Interesse der Besucher aus aller Welt groß an den Szenarien von morgen. Es ist wirklich toll. Mir gefällt am besten die Interaktivität, mit der man hier die Erde erforschen kann. Echt cool. Jetzt haben wir diese Attraktion, hier ist alles besser geworden. Früher wäre ich nie in diese Gegend gekommen. Allein dieser spektakuläre Bau, der aus der Hand des spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava stammt, lockt die Menschen. Aber auch die Perspektiven drumherum sind ein neuer Magnet. Es kann natürlich sein, dass man manches aus dem Museum schon kennt, aber diese Aussichten gibt's nur hier. Kinder und Jugendliche aus der nächsten Favela. Auch sie haben mit dem restaurierten Hafenviertel einen neuen Lieblingsplatz bekommen. Wir sind alle Teenager und jetzt haben wir endlich einen Ort, wo wir Spaß haben können. Das ist super. In unserer Favela gibt es nichts, jetzt haben wir einen Platz. Ein paar hundert Meter weiter auf der Flaniermeile gibt es Kulturerlebnisse ganz ohne Eintrittskosten. Graffiti von verschiedenen Künstlern auf den Fassaden der alten Lagerhallen am Hafen. Straßenkunst vom Feinsten. Marcos Rodrigo, den alle in der Szene nur als Waki kennen, ist einer der bedeutendsten Graffiti-Künstler aus Rio. Er hat Maß genommen, als es losging mit der Renovierung des Hafenviertels. Da war für ihn auch klar, dass er sich hier verewigen muss. Mit seiner Kunst, seinem Markenzeichen, seinen Engelfiguren. Engel bringen Licht ins Dunkel. Licht ist Leben und Hoffnung. Dafür stehen sie, dafür bringe ich sie auf die Wände. Überall in Rio trifft man auf die Engel von Waki, der aber betont, dass seine Engel keine religiösen Figuren sind.
Mit Leidenschaft verteilt er die Figuren mit den großen Köpfen, dem Heiligenschein und den Flügelchen schon seit Jahren in der Millionenmetropole. Darum geben wird als in den vergangenen 10.000 Jahren. Und bei allem steht der Mensch im Mittelpunkt. Hier sind viele Aspekte der Kulturform der Menschheit zu sehen, um zu verstehen, was Menschheit bedeutet. Zum Beispiel, dass alle Menschen nur eines gemeinsam haben, nämlich, dass alle verschieden sind. Das Museum ist ein Erfolg, das Interesse der Besucher aus aller Welt groß an den Szenarien von morgen. Es ist wirklich toll. Mir gefällt am besten die Interaktivität, mit der man hier die Erde erforschen kann. Echt cool. Jetzt haben wir diese Attraktion, hier ist alles besser geworden. Früher wäre ich nie in diese Gegend gekommen. Allein dieser spektakuläre Bau, der aus der Hand des spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava stammt, lockt die Menschen. Aber auch die Perspektiven drumherum sind ein neuer Magnet. Es kann natürlich sein, dass man manches aus dem Museum schon kennt, aber diese Aussichten gibt's nur hier. Kinder und Jugendliche aus der nächsten Favela. Auch sie haben mit dem restaurierten Hafenviertel einen neuen Lieblingsplatz bekommen. Wir sind alle Teenager und jetzt haben wir endlich einen Ort, wo wir Spaß haben können. Das ist super. In unserer Favela gibt es nichts, jetzt haben wir einen Platz. Ein paar hundert Meter weiter auf der Flaniermeile gibt es Kulturerlebnisse ganz ohne Eintrittskosten. Graffiti von verschiedenen Künstlern auf den Fassaden der alten Lagerhallen am Hafen. Straßenkunst vom Feinsten. Marcos Rodrigo, den alle in der Szene nur als Waki kennen, ist einer der bedeutendsten Graffiti-Künstler aus Rio. Er hat Maß genommen, als es losging mit der Renovierung des Hafenviertels. Da war für ihn auch klar, dass er sich hier verewigen muss. Mit seiner Kunst, seinem Markenzeichen, in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Manche, die jetzt hier wohnen, lebten davor in armen Vierteln, oft ziemlich heruntergekommen. Jetzt haben diese Menschen völlig neue Perspektiven und ein nie gekanntes Selbstwertgefühl. Ein anständiges Haus zum Wohnen und manch einer integriert gleich noch ein Geschäft. So hat es auch Zoraida Molina gemacht. Ihr Laden und ihr Zuhause an einem Ort und in bester Qualität, damit ist sie mehr als zufrieden. Der Architekt ist ein Genie. Wenn man das Haus von außen betrachtet, wirkt es erst einmal sehr klein. Aber tatsächlich ist es innen unglaublich groß und vor allem solide. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein eigenes Bad. Es ist wunderschön und es sieht alles sehr viel besser aus als die normalen Sozialbauten. Mit dem Einzug in dieses Haus hat für Zoraida und ihre Familie ein neues, besseres Leben begonnen, sagt sie. Gerne führt sie uns durch ihre Wohnräume auf den 3 Etagen. Sie ist sehr stolz. Alejandro Aravenas Arbeit und Ideen bietet weniger Privilegierten neue Chancen.
So begründete auch die Jury des renommierten Pritzker-Preises, sozusagen dem Oscar für Architekten, warum der Chilene diese Auszeichnung im April 2016 erhielt. Expanded towards the side and that unit over here. Aravenas Devise: Architektur ist in der Lage, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das treibt ihn. Und das versucht er, mit seinen Mitarbeitern umzusetzen. Die ästhetische Kapazität, der Charakter, die Ausstrahlung des Gebäudes müssen am Ende dazu beitragen, dass sich die Leute darin wohlfühlen können. Das ist mit der Ästhetik verbunden, denn sie ist der Klebstoff, der all diese Elemente zusammenhält. Wir wägen ab, wie wir beim sozialen Wohnungsbau und öffentlichen Projekten mit Wir müssen mit geringsten Mitteln das Maximale erreichen. Das sind die Möglichkeiten eines Misserfolgs sehr hoch. Aber es sind eben Projekte, von denen wir sagen, ja, sie machen Sinn. Sie bringen Menschen ein nie gekanntes Selbstwertgefühl. In Constitución präsentiert mit Diegos Frau Rosa stolz, was sie aus ihrem halben Haus gemacht haben. Die andere Hälfte haben sie selbst ausgebaut, erklärt sie, ein Schlafzimmer, ein Bad und die Aussicht dorthin, wo sie früher lebten, 150 Meter vom Ufer entfernt. Da, wo vor 6 Jahren ihr Haus einstürzte und die Wellen des Tsunamis alles überfluteten. Auch dieses Problem hat Aravena im Blick, will den Ort vor solchen Naturgewalten schützen. Am Ufer vor der Stadt lässt er seine Visionen umsetzen, Wasserauffangbecken, die die Wellen eines möglichen Tsunamis entschärfen sollen. Später sollen hier zusätzlich Wälder angepflanzt werden, erklärt der Architekt, als Widerstand für mögliche Tsunamiwellen, um ihn die Energie zu nehmen. Instead of resisting the energy of the waves, could dissipate. Question had at least 4 dimensions, not 1 dimension. Es geht dabei um 4 Dimensionen, die man in Betracht ziehen muss, nicht nur eine. Es geht um Wellen der Tsunamis, Überflutung, Platz für die Menschen und den Zugang zum Fluss. Eine riesige Baustelle am Ufer von Constitución, Maßnahmen, um Naturgewalten bändigen zu können, ohne dass dabei die natürlichen Gegebenheiten der Region zu sehr verschandelt werden. Bei geografischen Bedrohungen, bei Problemen durch die Natur, findet man auch in der Natur eine Lösung. Es ist mehr als nur eine Philosophie. Umweltschutz und soziales Engagement, das sind die Pfeiler der Architektur von Alejandro Aravena. Hier in dieser von Naturgewalten gefährdeten Region leben die Menschen nun mit einem sehr viel besseren Gefühl als früher. Von der Brandung des Meeres hoch in die Anden. Da ist unsere nächste Station bei den bolivianischen Zwillingsstädten La Paz und El Alto. Auch da gibt es bemerkenswerte architektonische Veränderungen, bunte mit traditionellem Hintergrund und verkehrsstrategische. Da, wo Menschen einfach. So sah es hier früher aus. Eine hässliche Stadtautobahn auf Stelzen, darunter verfallene Gebäude. Eine Gegend wenig einladend und berüchtigt wegen der vielen Überfälle. Dann wurde gesprengt und aufgeräumt und Visionen realisiert. Derselbe Ort heute, Rios größte Flaniermeile. Eine neue Straßenbahn führt hier durch. Die Autos wurden verbannt.
Im Hafenviertel ist eine neue Ära eingeläutet worden, trotz vieler Widerstände. Alberto erzählt, dass nicht nur wegen der wirtschaftlichen Schieflage in Brasilien dieses Projekt immer wieder auf der Kippe stand. Wir mussten viel kämpfen, weil sich niemand vorstellen konnte, wie es hier aussehen würde nach dem Abbruch der Autobahn. Es gab sogar eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 70% der Bevölkerung das Projekt nicht wollen. Würden wir heute eine Umfrage starten, würden 90% sagen, dieses Vorhaben war richtig. Es war echt schwer und es hat viel Überzeugung und Vorbereitung gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Mehr als 2 Jahre lang dröhnen die Presslufthämmer. 2 Jahre Dauerbaustellen. Die Verwandlung muss nun im Eiltempo bis zum Beginn der Olympischen Spiele im August 2016 klappen. Die Hafengegend soll zum Prachtviertel saniert werden, nach dem Vorbild von Barcelona und London. Das Resultat kann sich sehen lassen. Milliarden wurden investiert, ein über 5 Millionen Quadratmeter großes Areal komplett saniert. Mit vielen Museen, 9 bunten Fassaden, der WLT, der modernen Straßenbahn, die das Hafenviertel mit dem Zentrum verbindet, auch mit dem neuen Aquarium, dem größten in Südamerika. Wir haben eine riesige Fußgängerzone gewonnen, die 3,5 Kilometer lang ist, auf der man die kulturellen Attraktionen erreichen kann. 27 Kultureinrichtungen, das Museum der Künste, das Zukunftsmuseum, das Aquarium und vieles mehr. Das hat die Atmosphäre dieser Region komplett verändert. Ausbau der besonderen Art. Hunderte Häuser, genauer gesagt halbe Häuser, die der Architekt dahingestellt hat. In kürzester Zeit sollte ein Masterplan für den Wiederaufbau entwickelt werden. Günstiger Wohnraum für weniger als 10.000 Dollar Kosten pro Neubau. Der Ansatz des Architekten mit dem sozialen Gewissen, es werden nur halbe Häuser vorgefertigt, gute halbe Häuser, die dann der Besitzer je nach finanziellen Möglichkeiten weiter ausbauen kann. Das hat Alejandro Aravena schon in vielen Regionen Chiles gemacht. Hier zum Beispiel sieht man die ursprüngliche Einheit, die später in alle Richtungen gewachsen ist. Denn nachdem die Bewohner ihre Arbeit nicht verloren hatten, konnten sie genug ansparen, um ihre Wohnung in Mittelklasse-Standard auszubauen. Mittelklasse-Standard in Chile bedeutet, so erklärt der Visionär, dass so eine Familie im Durchschnitt in einer 80 Quadratmeter Wohnung lebt. Aber die Sozialprogramme können im besten Fall höchstens eine 40 Quadratmeter Wohnung finanzieren. Natürlich, so sagt Aravena, könne man sich darüber beklagen, dass es nicht zu mehr reicht, aber so seien halt die Vorgaben und daraus müsse man eben das Beste machen. Deshalb, so die Idee Aravenas, mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten ein halbes, solides Haus bauen. In dem wird dann die entsprechende Familie erst einmal vernünftig untergebracht. Und später, wenn mal mehr Geld da sein sollte, kann sie es erweitern und nach persönlichen Ansprüchen gestalten. Wir bauen nicht nur ein halbes Haus, wir stellen ein gutes halbes Haus hin, mit dem Potenzial, es in den Mittelklasse-Standard auszubauen. Das geht dank des Designs und nicht trotz des Designs. Probleme lösen, mutig sein. Der 49-Jährige widmet seine Architektur dem Gemeinwohl. Hoch über den Dächern der Hauptstadt Santiagos hat er das Denken über den sozialen Wohnungsbau revolutioniert.
Na, Ravenna will keine seelenlosen Bauten hinstellen, die die Armut eher einbetonieren, als sie zu bekämpfen. Seine Devise: Architektur muss in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Manche, die jetzt hier wohnen, lebten davor in armen Vierteln. Wir haben eine riesige Fußgängerzone gewonnen, die 3,5 Kilometer lang ist, auf der man die kulturellen Attraktionen erreichen kann. 27 Kultureinrichtungen, das Museum der Künste, das Zukunftsmuseum, das Aquarium und vieles mehr. Das hat die Atmosphäre dieser Region komplett verändert. Completamente a ambiência desse lugar. In der olympischen Zeit im August 2016 ist das neue Areal die Partymeile schlechthin in Rio. Die Stadtverwaltung ist ziemlich happy, dass es so gut geklappt hat mit dem weltweit größten urbanen Entwicklungsprojekt, wie es aus dem Rathaus heißt. Und auch jetzt im normalen Alltag bewährt sich das neue Viertel. Heute haben wir hier immer belebte Plätze mit Besuchern, Studenten, Schülern. Alberto kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Das Konzept ist aufgegangen, das Leben ist an diesen Ort zurückgekehrt. Das spektakulärste Gebäude ist das Zukunftsmuseum. Futuristisches Design, wie ein Wesen aus einem Science-Fiction liegt es da und zieht die Menschen an. Trotz langer Warteschlangen am Eingang, worüber sich Luis vom Museum freut. Hier können Besucher verschiedene Szenarien der Erde in der Zukunft erfahren, damit man eine Vorstellung bekommt, welche Folgen entstehen können, wenn heute bestimmte Aktionen ergriffen werden. Maßnahmen der Gegenwart hinterlassen Effekte in der Zukunft. 5 Jahre Bauzeit, 55 Millionen Dollar Kosten. Besucher können hier mit Hilfe von Installationen und moderner Technik viel über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfahren. Interaktive Panels geben Auskunft darüber, wie Entscheidungen der Menschen heute die Zukunft auf unserem Planeten beeinflussen können. Die Gesamtkonzeption des Museums und seiner Exponate basiert auf der Annahme, dass es in den nächsten 5 Dekaden mehr technische und wissenschaftliche Veränderungen geben wird als in den vergangenen 10.000 Jahren. Und bei allem steht der Mensch im Mittelpunkt. Hier sind viele Aspekte der Kulturform der Menschheit zu sehen. Diego Rojas führt mich in die Straße, in der er mit seiner Familie bis 2010 gewohnt hat. Hier liegen noch die Überreste eines Nachbarhauses. Das haben damals das Erdbeben und der anschließende Tsunami daraus gemacht, sagt er. Den Moment wird er nie vergessen. Niemand war darauf vorbereitet. Alle schliefen. Plötzlich fing alles an zu wackeln, 3, 4, 5 Minuten lang. Man spürte die Panik, die aufkam, und trotzdem versuchte man, ruhig zu bleiben. 27. Februar 2010, morgens gegen 3:30, 8,8 auf der Richterskala. Erst zerstörte das Erdbeben Teile der südchilenischen Stadt Constitución, dann folgte ein Tsunami. Über 500 Menschen starben, Tausende wurden obdachlos. Constitución heute, die Stadt hat zur Normalität zurückgefunden, aber viel hat sich verändert. Die Erinnerungen kann man nicht einfach abschütteln, aber mit dem Risiko anders umgehen, das geht schon. Die Stadt wurde neu aufgebaut, ein Regierungsprogramm, Wohnhäuser für die, die alles verloren haben. Villa Verde heißt die neue Siedlung, in der auch Diego mit seiner Frau ein neues Zuhause gefunden hat und nicht nur eine Notlösung. Denn so gut haben sie zuvor noch nie gewohnt. Oh,
Mein ganzes Leben zuvor musste ich immer Miete zahlen für Zimmer, Apartment, dann das zerstörte Haus. Und jetzt sind wir plötzlich Eigentümer. Uns wurde dieses Haus gegeben. Ich bin dafür ewig dankbar. Jawohl, sagt seine Frau, das ist ein wunderbares Geschenk. Villa Verde, sozialer Wohnungsbau der besonderen Art. Hunderte Häuser, genauer gesagt halbe Häuser, die der Architekt dahingestellt hat. In kürzester Zeit sollte ein Masterplan für den Wiederaufbau entwickelt werden. Günstiger Wohnraum für weniger als 10.000 Dollar Kosten pro Neubau. Der Ansatz des Architekten mit dem sozialen Gewissen, es werden nur halbe Häuser vorgefertigt, gute halbe Häuser, die dann der Besitzer je nach finanziellen Möglichkeiten weiter ausbauen kann. Das hat Alejandro Aravena schon in vielen Regionen Chiles gemacht. Hier zum Beispiel sieht man die ursprüngliche Einheit, die später in alle Richtungen gewachsen ist. Denn nachdem die Bewohner ihre... Mehr noch als der spektakuläre Blick zählt einfach, wie simpel es geworden ist. Es ist unglaublich. Früher mit dem Auto dauerte die Reise Stunden. Und am riesigen Markt des 16. Juli gibt es nie Parkplätze. Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas, aber die Wirtschaft wächst mit am schnellsten. Zu spüren ist das auch in El Alto. Die bessere Anbindung an La Paz hat das Wirtschaftsleben angekurbelt, nicht nur auf dem größten Markt Lateinamerikas, wie Sie hier sagen. Hier gibt es alles, nicht nur für Autofreaks. Sergio findet schnell das gesuchte Ersatzteil, eine Kopie zum halben Preis des Originals. Schnell wieder zum Teleférico, die Arbeit wartet. Gracias, ciao, ciao. Es geht wieder talwärts. Der Auftrag soll heute noch erledigt werden. Dank der Seilbahn klappt das auch. Also eins muss man schon sagen, die Reise hier im Teleférico ist spektakulär, sie ist schnell, sie ist leise, sie ist billig und kein Vergleich zu dem, was man da unten erlebt mit den vielen Staus in den Mikrobussen. Und der Blick hier raus ist einfach spektakulär. Es ist schön, weil das nun eine Fahrt ist, die man genießen kann. Es ist ziemlich gut, nur noch 5 Minuten unterwegs zu sein, was früher viel länger dauerte. Wege aus dem bisherigen Verkehrschaos. Durch die Seilbahn verwandelt sich hier einiges. El Alto, die Stadt der Armen, ist nun stärker mit La Paz verbunden. Das Bild ändert sich und er sorgt mit dafür. Freddy Mamani ist der Star-Architekt in El Alto. Überall in der 1-Millionen-Stadt baut er neue Gebäude. Er nennt es die neue Andenarchitektur. Am liebsten konstruiert er Häuser mit Ballsälen und Veranstaltungsräumen, Statussymbole für das neue Selbstbewusstsein in El Alto. Das ist mein Leben. Es ist meine Leidenschaft, so etwas zu konstruieren und mit Materialien und der Umgebung herum zu experimentieren. Für mich ist das eine eigene Welt, in der ich versuche, eine Stadt zu verändern. Dazu muss man wissen, wie man mit Materialien umgeht.